wie du ohne Probleme Fett verlierst und dein Traumgewicht ohne Probleme hältst, das erfährst du jetzt im Vegan Podcast. Hallihallo, lieber Happy Vegan Superstar, wie gut geht es dir heute? Heute ist wieder dein Christian, dein Mr. Broccoli. Schön, dass du eingeschaltet hast zu einer weiteren Superboost-Episode in dem Vegan Podcast. Und heute dreht sich alles darum, wie du Fett verlierst und dein neues Traumgewicht ohne Probleme wieder hältst. Und dafür habe ich mir das Hörbuch von Kevin Trudeau reingezogen. Und das kann ich euch auch nur empfehlen. Das heißt Natural Course that Don't Want to Know About. Hier gibt es viele, viele Mythen, unter anderem, dass der Kerl mittlerweile im Gefängnis sitzt, dass Leute das Buch oder die Regierung das Buch zurückhaben wollte oder den Kevin Trudeau quasi verdonnert haben, jedem, der das Buch gekauft hat, das zurückzuzahlen und so weiter. Also ein sehr, sehr spannendes Buch. Das hat mich auch komplett gleich fasziniert. Und ich habe reingehört, du kannst das Buch übrigens dir kostenfrei bei Audible ziehen. Geh dazu einfach auf christian-wenzel.com/audible, also Audible. Und da kannst du dir das Buch in einer kostenfreien 30-tägigen Testmitgliedschaft über meinen Link komplett umsonst hören. Und du kannst es auch, selbst wenn du die Testmitgliedschaft nicht verlängerst, automatisch ist jedes Buch dir. Du hast es für dein ganzes Leben lang. Jetzt springen wir direkt rein. Die ersten 10 besten Tipps, wie du Fett verlierst und es auch ohne Probleme hältst, aus dem Buch Natural Course that Don't Want to Know About, also natürliche Heilung, die du nicht hören sollst. Tipp Nummer 1. Trink ein Glas Wasser direkt nach dem Aufstehen. Dieser Tipp brauche ich nicht länger erläutern, den gebe ich auch immer wieder. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass wir eben den Körper dehydrieren nach dem Aufstehen. Und der Körper ist dehydriert und wir wollen ihm natürlich Flüssigkeit zuführen, sodass er den Körper optimal entgiften kann, denn zwischen 5 und 7 ist in der Regel die Ausscheidungsphase und die Entgiftungsphase und dadurch kann der Körper natürlich mit frischem Wasser, mit sauberem Wasser besser entgiften. Und bitte achte darauf, dass du auch wirklich gefiltertes Wasser nimmst, kein dreckiges Wasser aus der Leitung, vielleicht Heilwasser. Da sollten auch nicht so viele Mineralien drin sein, denn je reiner, je purer ein Wasser ist, desto besser kann es quasi diese Entgiftungsmöglichkeit durchführen. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, dann schalte einfach ein in das Detox- und Fasten-Special. Verlinke ich dir hier in den Shownotes. Ich glaube, unter christian-wenzel.com/detox findest du da auch direkt alle Episoden. Zweiter Tipp, eat a big breakfast, also iss ein großes Frühstück. Das ist laut Kevin Trudeau eben auch ganz wichtig und es geht auch nicht in Konkurrenz mit dem Tipp Nummer 3, den ich für noch viel wichtiger erhalte, ist, esse nichts nach 6 Uhr abends. Also tu wirklich dein Bestes, dass du nichts nach 6 Uhr abends isst, denn du willst deinem Körper ja die Ruhepause gönnen, die Entspannungspause gönnen, die Möglichkeit geben, wirklich eben auch seine Muskeln, seine Regeneration zu fördern, und er soll nachts nicht damit beschäftigt sein, zu verdauen, wobei es da Theorien gibt oder vielleicht sogar Studien, die besagen, dass nachts sowieso nichts verdaut wird und somit würde das Essen schwer im Magen liegen und der Körper fängt erst wieder um 5 Uhr früh an zu verdauen. Aber da ist ja normalerweise die Ausscheidungsphase ab 5 Uhr beginnt, kann er dann nicht ausscheiden bzw. entgiften. Und wie du das optimal verbinden kannst, ist, wenn du tatsächlich Intermittent Fasting machst. Ich habe mich lange Zeit davor gedrückt, Intermittent Fasting zu machen. Mittlerweile bin ich ein Fan. Ich gebe zu, es fällt mir nach wie vor nicht unbedingt sehr einfach und ich bin auf einem guten Weg. Also das heißt, Intermittent Fasting mindestens 16 Stunden lang nichts essen über die Nacht, und das klappt halt hervorragend. Wenn du nach 6 Uhr abends nichts mehr isst, dann kannst du
um 10 Uhr dein Frühstück zu dir nehmen und hast trotzdem 16 Stunden Fasten, hast optimal die Entgiftungsphase mitgenommen und du hast drei dieser Tipps schon mal hervorragend gemeistert. Beim Frühstück ist es eben ganz, ganz wichtig, dass man noch weiß, 80% der People oder der Menschen, die übergewichtig sind oder sogar fettleibig, essen kein Frühstück oder nur ein kleines Frühstück. Während hingegen die große Mehrheit der Menschen, die dünn sind, die trainiert sind, die gut aussehen, in der Regel ein großes Frühstück essen. Ja, trinke 8 Glas Wasser jeden Tag. Natürlich auch hier wieder ganz, ganz wichtig, dass es sauberes Wasser ist. Und Wasser ist nicht dafür zuständig oder nicht dafür verantwortlich, dass du dich irgendwie aufgebläht fühlst oder dick fühlst. Das Gegenteil ist der Fall. Der Körper braucht Wasser natürlich, um ja, sich gegenseitig zu entgiften sozusagen. Dann sagt er, laufe jeden Tag eine Stunde nonstop. Ja, wir Menschen sind zum Bewegen gemacht, wir sollten nicht die ganze Zeit sitzen und dementsprechend ist es wichtig, eben nonstop sich da zu bewegen. Natürlich können wir eben auch Sport machen, allerdings ist eben, er sagt, a 1-hour walk every day will change your body dramatically in as little as 1 month. Also das heißt, wenn du vorher nicht gelaufen bist und jetzt anfängst zu laufen, wirst du in einem Monat schon richtig, richtig krasse Ergebnisse erzielen. Ja, mach eine Entgiftungsphase. Er sagt dir Candida Cleans und Colon Cleans. Also das heißt, schau wirklich, dass du deinen Darm entgiftest, deine Leber entgiftest. Auch hier haben wir ganz, ganz tolle Möglichkeiten. Natürlich gibt es so eine Colon-Hydrotherapie, die du machen kannst. Es gibt aber auch super Kurse. Also ich gebe jetzt in 2 Wochen wieder einen Detox- und Bodyweight-Kurs. Da verbinden wir quasi 2-mal am Tag Essen, so viel wie du willst. Die besten organischen, bio-rohen Lebensmittel, das ist also ein Detox und Raw Food, Raw Vegetable Fastenkurs und wir verbinden das quasi mit Fitness vom Allerfeinsten. Wir werden dort Freeletics-Übungen machen, wir werden ganz viel einfach an der frischen Luft arbeiten, sodass wir noch viel schneller Gewicht verlieren, gleichzeitig Muskeln aufbauen und deinen Körper entgiften. Also auch Tipp Nummer 8, wirklich 100% Bio essen, vor allem was Obst und Gemüse angeht. Die Lebensmittelindustrie versucht immer wieder ihre Gewinne zu maximieren und wie kannst du Gewinne maximieren? Indem du zum Beispiel die Qualität herunterschraubst, indem du beispielsweise verschiedene Wachstumsstärker mit reinbringst, also sprich du sprühst Pestizide drauf, Dünger drauf und so weiter. Das vergiftet natürlich eben das Essen. Oder du hältst Tiere in der Massentierhaltung. Ihr kennt alles das. Also das heißt, versuche hier wirklich biodynamisch zu essen. Das ist noch das Beste. Demeter ist zum Beispiel hier ein Tipp. Und ja, das hilft natürlich komplett, dass dein Körper überhaupt das Essen richtig auch aufnehmen kann. Ja? Dann sagt er, Tipp Nummer 9, 100% Bio unverarbeitetes Kokosnussöl. Also da verlinkt er auch einen Artikel dazu, den lese ich jetzt nicht vor, es würde zu lang gehen, dann machen wir mal eine extra Episode darüber. Und eat organic grapefruits all day. Also das heißt, jeden Tag Grapefruits essen. Es gibt sogar ja eine Grapefruit-Diät sozusagen. Und da ist anscheinend so, dass in den Grapefruits verschiedene Enzyme drin sind, die Fett verbrennen bzw. die Fettverbrennung fördern. Das heißt, wenn du also Grapefruits isst, generell sind ja sowieso diese herben, sauren Lebensmittel sehr wichtig, die braucht der Körper. Und wenn du Grapefruits isst, verbrennst du quasi mehr Fett. Das waren die ersten 10 Tipps aus Kevin Trudeau's, wie auch immer der ausgesprochen wird, Natural Cures, they don't want to know about it. Nochmal der Hinweis, hol dir das Audible-Book gratis, komplett gratis unter christian-wenzel.com/audible und schließe deine 30-tägige Testmitgliedschaft ab
und du kannst jederzeit kündigen. Du hast 0 Euro Ausgaben, aber hast dieses hochwertige Buch umsonst. Ich kann es dir empfehlen. Nächste Woche gibt es die nächsten 10 Tipps. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, bitte leite ihn weiter an jemanden, wo du denkst, dass erjenige gerne mal 1, 2, 3 Kilos abnehmen möchte. Nicht, weil du sagst, okay, sondern weil du einfach sagst, hey, ich möchte dir was Gutes tun. Und das hier, was du hier machen kannst, ist wirklich ohne großen Aufwand verbunden. Du musst nicht fasten, du musst nicht hungern, du musst keine krassen Diäten machen, sondern einfach nur diese Tipps befolgen. Danke dir. Alles Liebe, dein Mr. Broccoli. Die Show ist vorbei.